Unser Hamburger Hafen, der steckt ja voller Fotomotive, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Aber jetzt gibt's was Neues, wenn auch an einem Ort, der selber schon unzählige Male geknipst wurde. Und dort zu sehen sind besondere Hamburg-Bilder. Christian Buck hat sich Hamburg im Pop-Art-Stil heute an Bord der Rigmarigmas angeschaut. Im Frachtraum der Rigmarigmas ist ja schon so manches transportiert worden. Aktuell ist für die nächsten anderthalb Monate aber erstmal hier eine schöne Portion Kunst geladen. Pop-Art Kunst, Pop-Art Ahoi heißt die Ausstellung von Margareta Kriebitsch, die 1993 zu uns hier nach Hamburg gekommen ist und sich gleich verliebt hat in die Stadt, kann man sagen, oder? Das ist richtig, das ist meine zweite Heimat geworden. Wir sehen auch gleich hier die Rigmarigmas zum Beispiel, sind wir auch gerade an Bord. Dann die Hafenkräne, man sieht im Hintergrund die Landungsbrücken. Es zieht sie also gerade immer hierher ans Wasser, an den Hafen. Warum? Ich bin an Wasser geboren. Ich bin in Baku, am Kaspischen Meer geboren. Dann habe ich noch 10 Jahre auf der Usedom, direkt an der Ostsee gelebt. Und im Hamburger Hafen beeindrucken mich immer die Kräne, die Schiffe und vor allem meine liebsten Schlepper. Die Kräne, die Schiffe, die Schlepper, die malen Sie eben in diesem Pop-Art-Stil mit diesen grellen, modernen Neonfarben. Warum haben Sie sich gerade für diese Stilrichtung entschieden? Das ist moderne Malerei. So, dahin bin ich gekommen nach meiner klassischen Ausbildung, die ich in Baku absolviert habe als Malerin. Und das ist die Entwicklung jedes Künstlers. So bin ich zu moderne Pop-Art-Malerei gekommen. Jetzt finden sich diese modernen Bilder in dem ja doch sehr rauen Charme-Umfeld der Rigmarigmas wieder. Der Fußboden knarrt, draußen plätschert das Wasser, oben wird noch gerade was ausgebessert. Aber gerade dieser Kontrast, der passt ganz gut, oder? Deswegen haben Sie sich, glaube ich, auch hierfür entschieden. Ja, ich finde meine Bilder, diese tagesleuchtenden Neonfarben, die kommen besonders gut in diese Umgebung, in dieses historischen Schiff. Und neben den Motiven hier im Hafen haben Sie sich auch einigen prominenten Hamburgern verschrieben, noch schnell gesagt. Uwe Seeler zum Beispiel, Helmut Schmidt, die haben Sie Ihnen auch angetan, oder? Ja, Porträts ist sowieso meine große Leidenschaft und Helmut Schmidt, mein Lieblingspolitiker. Und der Uwe Seeler gehört einfach zu Hamburg. Es gibt noch viel, viel mehr zu sehen. Die ganze Ausstellung läuft bis zum 15. Juli. Vielen Dank Ihnen, viel Erfolg. Und am kommenden Sonntag gibt es übrigens auch eine Vernissage. Können Sie auch mit der Margareta sprechen. Ab 16 Uhr das Ganze. Und dann ist der Eintritt hier an Bord auch frei. Und die Bilder sollen einigermaßen bezahlbar sein.